Das war ich echt nicht. Ich habe es mir nicht so vorgestellt. Ich dachte so ein paar Vitamine einfach so. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich halte eine Zitrone in der Hand und ihr wisst glaube ich schon, was gleich damit passiert. Mia Mops ist auch schon voll scharf. Auf die Zitrone war sie zumindest vorher. Ich mache mit bei der Lemon Face Challenge. Ich wurde getaggt von Patrick. Vielen Dank an dieser Stelle, dass du an meinen Vitaminhaushalt denkst. Diese Aktion wurde von Watiti ins Leben gerufen, denn es gibt ja jetzt diese Woche eine bundesweite Welthungerhilfewoche. Und es ist so ähnlich wie die Ice Bucket Challenge, nur dass wir nicht nass werden, sondern wir fügen uns alle Vitamine zu, was ja eigentlich ganz gut ist und wird auch nichts verschwendet und so. Und alle, die teilnehmen, spenden jeweils 5 Euro oder sogar mehr an die Organisation, die wie gesagt in der Infobox verlinkt ist. Und was ich ziemlich cool finde, anders als bei der Ice Bucket Challenge, kann man ganz einfach mit einer SMS 5 Euro spenden. Mehr dazu natürlich auch in der Infobox. Die Zitrone ist geschält und ich habe auch ein bisschen hier Zewa vor mir liegen, weil ich glaube, das wird eine saftige Angelegenheit. Und ich würde sagen, let's go. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganz reinkriege. Nee. Wow. Oh, ich hätte vor allem das Weiße komplett abmachen müssen. Okay, jetzt aber. Oh mein Gott! Wie soll ich das ganze Ding da reinkriegen? Ich glaube, ich hätte sie schneiden müssen. Boah. Ah! Oh, ich habe voll eklig. Könnte noch ein bisschen dauern. Ich glaube, ich spule es am besten vor. Boah. Das war ich echt nicht. Ich habe es mir nicht so vorgestellt. Ich dachte, so ein paar Vitamine einfach so. Das kann doch nicht so schwer sein. Ah. Ich werde das letzte Stück jetzt auch noch runterkriegen. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich jemanden nominiere. Und da die das beim letzten Mal auch alle zusammen gemacht haben oder alle, die da waren, nominiere ich die Leute von 301 Plus. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ihr könnt ja gerne, keine Ahnung, stellt euch einfach Tequila dazu. Und dann nominiere ich noch die Fastfood-Vegetarierin Kira Lamare. Weil ich denke, ein paar Vitamine wären auch für dich gut. Und dann nominiere ich noch Melina. Viel Spaß und ich gebe euch schon mal den Tipp mit, schneide die Zitrone vorher lieber klein, weil das ist nicht so einfach. Und, ja. Und ich spende jetzt und ich hoffe, ihr tut das auch. Also wie gesagt, ihr könnt das ganz einfach mit einer SMS tun. Könnt auch Videos hochladen auf Facebook oder auf Instagram. Verbreitet das, dass wirklich ganz viele Spenden für die Welthungerhilfe zusammenkommen. Und dann verlinke ich euch noch meine beiden letzten Videos. Hier. Und dann sehen wir uns ganz wieder. Ich kann nicht mehr reden. Mein Mund ist voller Zitronensaft. Tschüss!